Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink PowerDirector in der Version 15. Heute geht es um den Videokollagendirektor. Videokollagen, wie auch immer er heißt. Okay, wir gehen in unser Schnittprogramm rein. Ich habe es aufgerufen, habe ein paar Beispieldateien hier reingelegt. Das sind Filmdateien, GoPro, Sony und irgendwo müsste auch ein Bild dabei sein. Ne, ist gar kein Bild dabei. Doch, hier ist noch ein JPEG-Datei. Also kunterbunt gemischt und wir schauen mal, wie das Tool funktioniert. Es ist unter Plugins, Videokollagen Designer. Wir öffnen das, es geht ein neues Fenster auf. Und hier sieht man sofort eigentlich, um was es geht. Videokollagen, das heißt, ich kann hier einfach mehrere Bilder, Videos nebeneinander anordnen, kann daraus eine interessante Sache machen. Hier kann ich mir noch neue Collagen runterladen. Ich klicke drauf, ich komme in die Director Zone, was ein cooler Name übrigens. Und hier sehe ich von Usern, was die da alles so gemacht haben, kann das runterladen. Schaut es euch an, ob es euch gefällt, passt, ladet es euch runter, probiert es aus. Warum mache ich das? Weil es ist ja eine neue Sache, die hier ganz explizit in der Version 17 angepriesen wird. Weitere Optionen für Rahmenfarbe und Größe sowie Anpassung für Interclip-Rahmen. Deswegen gucken wir uns das heute mal an und dann schauen wir uns hier mal die Vorgaben an. Und da sieht man schon, man hat letztendlich hier eine Spur und da eine Spur. Man kann es so anordnen. Es muss halt das Videomaterial dazu passen. Man hat wieder ganz viele Möglichkeiten und im ersten Moment, ja, weiß man gar nicht, was man so richtig machen soll. Deswegen, wir wählen uns das einfach mal aus und heute geht es ja darum, dass ich euch so ein bisschen aufzeige, was man damit für kreativen Ideen haben kann, wo auch ein bisschen die Grenzen gesetzt sind. Okay, wir ziehen das erste Video hier rein und der Bildausschnitt wird einem vorgegeben. Ich kann ihn aber, wie ihr seht, die Maus hat vier Pfeile und das bedeutet, wenn ich die linke Maustaste drücke, kann ich natürlich das entsprechend anpassen. Hier wähle ich das Video rein, es dauert immer ein kleines Momentchen und was hier wichtig ist, also hier kann ich es einerseits zuschneiden, die Schere, dann könnte ich noch auswählen letztendlich, welchen Clip ich wie kürze. Das kennt ihr ja alle schon. Hier den Anfangsbereich markieren. No. So, dann gehe ich auf Stopp, war natürlich falsch. Wir fangen nochmal an. Pause, Anfangsbereich markieren. Ganz wichtig, am Anfang kann man den Anfangsbereich nicht markieren. Hatte ich verdrängt etwas, deswegen. Okay, jetzt geht es darum weiter. Und jetzt sagt ihr, okay, das Video soll 5 Sekunden oder lassen wir es 10 Sekunden lang werden. Okay, ihr konntet natürlich nicht genau klicken. Ihr klickt einfach hier rein, macht 00, Return, der Cursor springt hin, ihr markiert den Endbereich. So, jetzt habt ihr das Video entsprechend ausgewählt, genau diesen Abschnitt. Geht auf OK. Und merkwürdig, was hier passiert. Warum ist das passiert? Keine Ahnung. Ich gehe nochmal auf diesen Ausschnitt drauf. Ganz klar, weil man ja hier am Anfang das nicht markieren kann. Das heißt, nachträglich, ganz wichtig, schiebt euch diesen Cursor wieder hin, wenn ihr es wirklich auf 10 Sekunden haben wollt. So, Position ein, 00, Position aus bei 10 Sekunden. Wird schnell vergessen, warum man das nicht anders lösen kann, ist mir ein Rätsel. Alles klar, springt auf 10 Sekunden. Hier genau das gleiche Prinzip. Ihr schneidet euch das zu, ihr könnt euch das Video angucken. Ich zeige es nochmal. Es geht nicht. Das heißt, ich muss starten, mache jetzt den Clip. Jetzt habe ich natürlich hier aber schon ein bisschen Zeit vorgespult. Naja, wir gehen mal auf 10 Sekunden. Ich krieg's wieder nicht besser hin, deswegen klicke ich da rein, mache hier die 0 hin, Return-Taste, springt dorthin, perfekt. Setze meine Endmarkierung und meine Anfangsmarkierung.
ist hier, passt, 10 Sekunden. Jetzt habe ich hier noch die Möglichkeit, ein drittes Bild reinzumachen. Wir entscheiden uns mal für eine JPEG-Datei, um einfach mal zu zeigen, wie es passt. Das passe ich natürlich hier so ein bisschen an. Jetzt habe ich hier noch die Chance, es zu vergrößern, zu verkleinern. Wir bleiben bei dem Ausschnitt. Müssen wir allerdings hier, damit das überall 10 Sekunden ist, müssen wir hier auch die 10 reinmachen. Ich klicke rein, Return-Taste drücken. Es ist auf 10 Sekunden geändert. Ich kann es mir jetzt hier in der Vorschau angucken. Und es passiert Folgendes. Alles klar, funktioniert soweit. Jetzt haben wir natürlich unterschiedliche Tonspuren hier. Wir müssen jetzt sagen, wo kommt der Ton her? Das Bild hat keinen Ton, aber hier sehe ich ganz klaren Ton und hier sehe ich ganz klaren Ton. Vielleicht will ich in dem Vorspann, warum ich diesen Videocollagen-Designer benutze, gar keinen Ton haben. Es ist, sei es mal drum, ich klicke hier den Ton weg, gehe auf Play und jetzt kommt nur noch hier dieser Ton. Um es nochmal zu verdeutlichen, hier auch den Ton weg, jetzt müsste gar nichts kommen. Genauso ist es, Gott sei Dank, Glück gehabt. Okay, den Ton will ich haben, ich finde das Kirchengeräusch gut. Jetzt kann ich ja hier rechts noch verschiedene Ränder einstellen. Größe von dem Rand. Und das ist, glaube ich, selbsterklärend. Größe 0, wir wollen aber einen Rand haben, das heißt hier, machen wir, um es farblich mal etwas zu verdeutlichen, Orange. Und jetzt habe ich hier noch Interclip-Größe. Dann kann ich das hier verändern. Ich versuche mal hier, Interclip-Größe geht immer nur für alle. Ansonsten kann ich das hier nur verändern, aber ich kann leider nicht jetzt unterschiedlich das hier machen. Fülltyp, einheitliche Farbe, ich könnte noch Interclip-Textur, da könnte ich noch ein Bild reinladen. Probiert es einfach mal aus. Geschmackssache, auch hier machen wir jetzt mal eine andere Farbe. So funktioniert das. Bildanimation ab dem Anfang oder beim Schließen oder aus. Wir gucken uns ab dem Anfang mal an, was passiert. Das ist nämlich die Bildanimation. Alles klar. Um hier was zu ändern, immer auf die Stopp-Taste gehen. Jetzt machen wir beim Schließen. Ich bin gespannt. Geschmackssache. Ja, auch hier kann ich das noch alles ausprobieren, aber das ist letztendlich, muss jeder für sich selbst entscheiden. So, dann gehe ich auf OK und jetzt dauert es einen kleinen Moment. Und dann wird mir in der Filmspur 2, wird mir dieses angezeigt. Ich habe natürlich hier die Möglichkeit, den Ton auch komplett nochmal auszumachen, dann ist das Kirchengebimmel weg. Oder ich lasse es drin. Aber der Vorteil von diesem Videocollagen-Designer ist, dass ich auf einer Videospur letztendlich eine Collage mache. Ich könnte das Gleiche natürlich auch händisch machen, indem ich mindestens 3 Videospuren hier belege und müsste natürlich das alles so zuschneiden. Von daher finde ich das, um ein Filmprojekt zu starten oder einen Effekt reinzufügen oder zu beenden, finde ich das eine coole Sache, weil ich hier mit relativ wenig Aufwand eigentlich einen netten Effekt habe und kann meinem Zuschauer was Nettes zeigen. Daumen hoch an dieser Stelle, dass es das gibt. Es funktioniert auch sehr flüssig und auch hier ist mein Rechner nicht extrem gefordert worden, sondern es hat alles sehr gut funktioniert. Vielen Dank. Das war's an dieser Stelle von dem Videocollagen-Designer. Ich sage vielen Dank für das freundliche Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.